Hallo, hier in diesem Video schauen wir uns eine Regelstruktur mit Vorstellung an oder eine Struktur mit zwei Freiheitsgraden. Hier in dieser Struktur haben wir einmal unsere Vorstellung hier und unsere Regelung, die einfach den geschlossenen Kreis stabil machen soll. Also nennen wir KST unsere Steuerung und KR hier dieses K. Und ganz normal haben wir hier in dem geschlossenen Kreis ein K. Die Steuerung und die Vorsteuerung soll die Stellgröße U so einstellen, damit die gutes Führungsverhalten haben. Und K ist ausschließlich zur Stabilisierung und Ausregelung unseres geschlossenen Kreises. Die beiden Steuerungen und die beiden Regler können unabhängig voneinander entworfen werden. Jetzt schauen wir uns den Entwurf zur unserer Steuerung an. KST soll eine reine Steuerung sein, das heißt, wir schauen einfach nur an, was der offene Kreis ist. Dafür setzen wir hier dieses KR0, dann haben wir sozusagen nur noch diesen offenen Kreis. Den können wir hier unten auch einzeichnen. Und für den offenen Kreis wollen wir, dass, also für den offenen Kreis gilt der Ausgang Y ist G mal KST mal R. Und für ideales Führungsverhalten soll Y gleich R sein, also der Ausgang soll gleich dem Eingang sein. Referenzsignal. Und am besten wäre sozusagen, also wir nennen unser G mal KST GRV, GRY, und das soll am besten Fall 1 sein, damit sozusagen das Referenzsignal gleich dem Ausgangssignal ist. Oder andersrum, das Ausgangssignal gleich das Referenzsignal. Jetzt stellen wir zuerst mal, erstmal schauen wir sozusagen, was die Vorsteuerung KR sein soll. Also dieses hier. Hier haben wir zuerst mal hier mit unserem KST gesteuert. Jetzt gucken wir uns die Vorsteuerung an. Dafür bauen wir uns einfach die Übertragungsfunktion von dem Gesamtsystem aus, zu gucken, was sagen wir hier reingeht. GZ rein, geht G und dann U, R mal KS und so weiter. Dann kommen wir genau auf diese Gleichung. Die können wir umstellen auf diese Gleichung, dann Y-Abhängigkeit von der Störung und von dem Referenzsignal. Wir fordern nun, dass auch der geschlossene Kreis die Führungsübertragungsfunktion GRY hat. Und sozusagen GRY wollten wir, dass gleich 1 ist. Das heißt, wir gucken dieses hier uns an und wollen, dass es gleich 1 ist. Oder GRY. Das heißt, wir setzen unser KR, unsere Vorsteuerung, so, dass es GRY ist. Dann haben wir nämlich hier GRY. Das können wir ausklammern und haben wir 1 plus GK geteilt durch 1 plus GK. Das können wir dann wegkürzen. Jetzt wollen wir unseren Regler K entwerfen. Der Regler K ist nur noch dazu zuständig, dass wir stabil sind und dass wir eine gute Störunterdrückung haben, für dass wir sozusagen dem Referenzsignal gut folgen. Dafür folgt ja schon unser KST und unser KR. Genau. Jetzt schauen wir uns verschiedene Beispiele an. Und dazu haben wir zuerst mal die Strecke gegeben. G von S ist gleich 2 plus S durch 7 plus S. Dann ist die ideale Steuerung G hoch minus 1, einfach das Inverse davon. Und dann haben wir G mal Y gleich 1, weil wenn wir das dann zusammen multiplizieren, haben wir dann 1. Also zu GRY war ja R nach Y über die Steuerung. Und es war einfach KST mal G von S. So, das ist auch realisierbar und stabil. Jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Da haben wir hier eine Nullstelle, eine instabile. Und das heißt, unser G hoch minus 1 ist nicht stabil. Deshalb, wir können es nicht realisieren. In diesem Fall machen wir das ähnlich, wie wir schon im Video davor gesehen haben.
Was war das? Das war bei der Störgrößenaufschaltung. Da haben wir auch unser System aufgeteilt in ein Allpass- und ein Minimalfallsystem. Und dann nehmen wir sozusagen als KST einfach unser minimalfallsiges System und nehmen davon das Inverse. Genau. Das heißt, unseren Allpass, wir tun sozusagen unser System erweitern mit einer positiven Polstelle, einer positiven Nullstelle und bekommen einen Allpass und minimalphasiges System. Dann können wir die beiden Systeme wieder multiplizieren. Also wir kriegen unser G RY, wenn wir KST mal G von S machen. G von S war minus 1, 1 minus S, 3 plus S. Und dann haben wir noch so ein mehrphasiges System. Das war genau, das müssen wir invertieren. Dann haben wir 1 plus S durch 3 plus S. Dann kürzen die sich weg und dann bleibt als G von S genau dieses hier übrig. Also ein Allpass. Genau. Das heißt, beim Allpass stationär haben wir sozusagen perfektes Referenzsignalfolgeverhalten. Dann schauen wir uns nochmal ein System an. Da ist es so, dass das Inverse nicht mehr kausal ist. Also gerade eben war das Inverse nicht stabil, jetzt ist es nicht mehr kausal. Was machen wir da? Da machen wir ähnlich wie bei auch bei der Störgrößenunterdrückung, machen wir einen Filter zu dem Regler dazu, unser F. Und da sagen wir, der V ist gleich die Summe, das Produkt aus den Lambda-Is. Und wir müssen genügend Linearfaktoren haben, damit wir sozusagen wieder stabil werden, sozusagen das Inverse stabil ist. Und genau, f von 0 ist dann 1. Und dann können wir wieder unseren Regler machen. Hier in diesem Fall sagen wir, f ist einfach 10 geteilt durch 10 plus s. Und dann können wir unser Ks bilden, indem wir einfach hier unten noch die 10 plus s dran multiplizieren, oben die 10. Und dann können wir unser GRY ausmultiplizieren, da kürzt sich alles weg, bis dann auch 10 durch 10 plus S übrig bleibt. Stationär sind wir dann sozusagen, haben wir da perfektes Referenzfolgeverhalten. Jetzt machen wir noch das letzte Beispiel. Wir haben jetzt hier einen Entwurf mit zwei Reglern und wir haben die Strecke gegeben und der Pol des geschlossenen Kreises soll bei minus 1 liegen. Dann können wir hier unseren Inverses machen, das ist realisierbar und stabil. Dann ist GRY gleich 1. Dann ist KR gleich GRY. Das wollten wir, das haben wir sozusagen auf der Seite davor gesehen. KR gleich GRY. Damit wir genau das hier haben, sagen sich der 1 plus GRK und 1 plus GRK, das sich wegkürzt. Das ist sagen, den inneren Kreis unabhängig wählen können. Dann können wir den Regler, können wir den P-Regler wählen. Und der Regler kann unabhängig von KST und KR entworfen werden. Das heißt, wir müssen nur noch den geschlossenen Kreis anschauen. Das ist einfach 1 plus GK. Also hier im Nenner. Und dann können wir gucken, dass sozusagen hier die Nullstellen, dass wir sagen Nullstellen bei minus 1 haben. Dann können wir das hier ausmultiplizieren und können dann einfach das K so wählen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.